Trab Talk zum 8. Rennen noch einmal mit Björn Schwangberg zu den Chancen von Daniel Simoni. Letzten Start, da war die kleine Stute mit allen drei Spangenberg-Pferden auf dem Treppchen. Was können wir in diesem Rennen von ihr erwarten? Ja, das ist ein Handicap-Rennen. Da passt sie sehr, sehr gut rein. Ich denke, dass wir heute ganz weit vorne sein werden. Wir können sie leider am Start nicht so einsetzen, wie man es gerne manchmal bräuchte oder hätte, weil sie sich dann schnell übergeht und mit einem Fehler reagieren würde. Deswegen werden wir sie auch hier wieder ruhig eintreten lassen. Je nachdem, wie sich das Rennen entwickelt, aber heute frühzeitig nach vorne fahren. Gegner sind in dem Rennen in meinen Augen Highspeed Polly, die immer eine ordentliche Leistung bringt, konsequent ist. Merete, die auch ordentliche Leistung bringt und heute in dem Rennen sehr gut reinpasst. Moondog ist in Mariendorf nicht so stark wie in Karlshorst. Elian Ray, Brigitte Bardot, Ellen Scott dürften wir halten. Hamilton SR ist schwer einzuschätzen. Mal geht er richtig gute Rennen. Wenn er die Leistung heute bringen würde, hätte ich Respekt vor ihm. Mal sind seine Rennen aber auch nicht so gut. Dann habe ich auch wiederum keinen Respekt. Und Hope müssen wir sehen, was Thorsten sich heute einfallen lässt. Letztes Mal war er zügig in Front unterwegs mit Andreas Gläser oder sie in dem Fall. Und er wird es wahrscheinlich sich heute anders gestalten. Dann ist auch sie ein ordentliches Pferd. Aber wenn alles glatt läuft und gut ist, denke ich, dass wir heute in den Winner's Circle fahren. Ja.